Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep, diesmal nicht im Stream und mit einer leichten Erkältung, aber das stört hoffentlich keinen, deswegen landen wir einfach mal in Disney-Stadt und machen weiter, ohne hier viel Zeit zu verplempern. Aqua-Story in unserem Fall die letzte Story, die wir noch erledigen müssen. The mask of peace and hope comes the fearless defender and hero of this town. It is me, Captain Justice. Huh? What? Now listen, you pipsqueak. I'm Captain Justice. Who are you to walk away whence the bona fide hero is offering his help? I'm sorry, but I really don't need any kind of hero. Bona fide or... Somebody! Come quick! What's that? Trouble? Captain Justice to the rescue! You? Oh, now that's a shame. Where is it? Maybe this job's perfect for you, Mr. Hero. What? Name your catastrophe! Those annoying monsters have turned up again over in Fruit Ball Plaza. They're all yours now, Captain J. Monsters? Don't tell me the Enforced are here. Monsters? Well, too bad. Not on my list. I didn't know bona fide heroes got to pick. But I wouldn't stand a chance of surviving, fitting them into my schedule. Gosh, I thought you said you were Captain Justice. You can't leave those menacing things running loose. They're ruining Fruit Ball. Huh? Hark, do you hear that? Somebody's calling for Captain Justice's help. Do not fear, I am on my way. Sounds like this catastrophe can't wait, but I'll be back here in a jiff. Oh, I'm sure you will, Captain Useless, but I don't think I'll stay here and hold my breath. I'm anything but a hero, but maybe I could help if you want. Would you? Oh, that'd be just Jim Dandy. Someone needs to trounce those fiends at Fruit Ball and keep them away from the plaza. I'll try. Just give a holler once you're ready, and I'll explain to you how Fruit Ball works. Na dann, willkommen in Disney Town. Erneut. Disney Stadt. Jetzt auch mit Aqua. Ich habe ja schon vermutet, dass wir mit ihr Früchteball spielen. Es gibt ja wohl drei Minispiele, Früchteball. Eisschießen und Wettrennen und mit jedem Charakter müssen wir wohl zwangsläufig eine dieser Attraktionen machen. Und für die anderen Charaktere sind die optional. Hol uns aber erstmal die Truhen hier, die ich ja damals mit Ventus vergessen habe, weil ich direkt losgerannt bin. War im Endeffekt nicht so wichtig, aber man kann sich ja trotzdem mal anschauen. Da sind Tick-Tick in Kontakt mit ihrer Eismaschine. Und da müsste die Map sein. Jawohl. Umgebungskarte. Dann gehen wir den alten Kerl mal helfen. Hey, helfen habe ich gesagt. Yep, ich bin bereit für den Früchteball. Da haben wir, wie gesagt, mit Terra schon mal gespielt. Und deswegen brauchen wir hier gar keine Sorgen zu machen. Schieße mit den Früchtebällen mehr Tore als deine Gegner. Mit X schießt du, mit 4 schneidest du an, drücke X, Dreieck und dann X um Dingens und so. Das hatten wir ja, wie gesagt, schon einmal. Gotcha. Steht 1-0 für die? Okay, das ist doof. Steht 2-0 für die? Was ist denn hier los? Beim letzten Mal habe ich die so eiskalt platt gemacht. Gotcha.
Okay, immerhin ausgeglichen. So weit, so gut. Verdammt. So. Ich habe auch das Gefühl, Aqua ist halt im Nahkampf nicht so geil. Halt eher mit Magie und deswegen kommt sie, glaube ich, halt auch nicht so gut an die Bälle ran. Wieder ausgeglichen, die Drecksviecher. Die sind so viel stärker als sie beim letzten Mal. Wir haben beim letzten Mal auch nicht gegen die Hunde gekämpft. Gegen die Schuhe gekämpft, meine ich natürlich. Oh Gott, jetzt haben die gleich 3 Tore in Folge gemacht. So. 10-10, alles klar. Geht wohl doch nochmal knapp. Aber so kriegt man es eigentlich relativ gut. Eigentor, super. Ja, so kann ich gut Tore machen. 17-11, 6 Tore Vorsprung. Ganz so viel Zeit ist nicht mehr. Machen wir mal Tor Nummer... Ja, machen wir nicht Tor Nummer 20. Ja. Jetzt spielen wir mit 10 Toren. Es sind noch 14 Sekunden. Es sieht sehr gut aus für uns. Wir haben dann am Ende doch ordentlich aufgeholt. Doppelt so viele Punkte wie der Gegner. Das sollte man dann doch einseitiges Spiel nennen, zumindest in der zweiten Hälfte. 23-11. Tja, bis zu 11 Punkten war es knapp, es stand 11-11, aber dann haben wir 23-11 gemacht, also 12 Punkte in Folge, die Gegner, gar keinen mehr. Haben wohl gegen Ende ganz schön nachgelassen. Ma, you sure taught those monsters a lesson. You're the real hero in town, if you ask me. He's right, my dear. I couldn't agree more. Thank you so much. Who are you? I'm Minnie. And she's our queen. Oh, please excuse me, Your Majesty. Where are my manners? My name is Aqua. There's no need to be so formal. Just call me Minnie. You see, I'm not sure I'm doing a very good job protecting my kingdom. Oh, don't say that, Queen Minnie. We all know how hard it's been since the king set off the way he did. Don't you trouble yourself. Why, we wouldn't even think of putting on our yearly dream festival if we thought there was the slightest chance anything might go wrong. Oh, you're very kind, Horace. How about that Pete, though? Captain Justice, my hide. You can't count on him for anything. Wait, you're saying his real name is Pete? Well, it sure sugar isn't justice. Pete never does anything for anybody except Pete. That get-up was just an act to get folks to vote for him. He wants to win the Million Dreams Award and hog the prize. Million Dreams Award? What is that? It's part of our dream festival. We all vote for who we think the most admirable citizen is. But Pete seems to have the wrong idea. He thinks that dressing up as a hero and proclaiming that he is one will win him votes. What really makes someone a hero isn't what they wear or what they say. It's the things they do and how they treat everyone. Well, in my book, Aqua here is number one.
You got my heartfelt vote. Thanks, Horace. I promise I'll try not to let you down. See that you don't. My vote's very important. Oh, dear. He sounds serious. Being popular is tough. Ja, ich würde sagen, Aqua kriegt eine Stimme von Rudi, Terra kriegt zwei Stimmen von Chip und Chap und Ventus kriegt drei Stimmen von Tick, Trick und Track, also... Oh, was ist denn jetzt los? Who do you think's gonna win this year's Million Dreams Award? Mit Aqua machen wir das Finale sogar mit. I hope it's the guy I voted for! I voted for him too! Now that we got so much business at the shop, maybe we'll be number one! Wow, Uncle Scrooge sure would be proud of us if we actually won. Yeah, and I bet Uncle Donald would be pretty surprised too. Hello everyone, and thank you for waiting. Now it's time to begin the main event of our Dream Festival. The Million Dreams Award presentation. Just skip to the part where you say my name. This is a shoo-in. Oh, how very exciting. This year, we have multiple winners. The Million Dreams Award goes to... Ventus, Aqua, and Terra. All three of you. You mean Ven and Terra were here? What do you mean? There's gotta be a mistake. Everybody voted for Captain Justice. I made sure. Now go on, tell her. No. Better try the other one. The Rogue Racer, Captain Dark. Pete, we counted the votes very carefully. Ventus, Aqua, and Terra won. Oh, Pete, I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons, and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought you had goodness in you because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big whoop. I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh. I'm gonna let you cool off for a while. Guards! Wait, what? Hey, let me go. Put me down. What? No, you can't. No, no, no. Hey, easy. Ow! Now, shall we continue the ceremony? Would the three winners, Ventus, Aqua, and Terra, please come up and join me on the stage? Oh, dear. It looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. I must have just missed them. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. So now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Good for you! Thank you, everyone. And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Royal Berry Ice Cream! Oh my, I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it!
do you think? Delicious. You couldn't have picked a better flavor. Oh, we're all very glad you're enjoying it. Oh, boy, that was great! Also auch in dieser Geschichte feiert Aqua als einziges ein Happy End. I may decide to release you from this prison. Really? Oh, then you can count on me. Just get me out of here, and you can tell me what to do. A very wise choice indeed. Proceed. With your help, soon every world in existence will all be mine. So kam Carlo also zu Malefiz. Ja, Happy End, wieder mal gefeiert. Auch wenn ich, wie gesagt, rechnerisch auf andere Stimmen gekommen bin, als wenn alle gleich hätten, aber mir egal. Es gibt ja anscheinend noch mehr Bürger, die da noch nicht gezeigt wurden. Ein Prompt-Transfer von vielen Attraktionen, ja, weiß ich. Wir machen uns aber stattdessen auf zur Arena zu Lüb und gucken mal, was ja, die gute Aqua hier machen wird. Vielleicht erleben wir mit Aqua sogar auch hier das Happy End, dass Herkules seine göttlichen Fähigkeiten zurückbekommt. Wäre ja durchaus möglich. Nur bei Stitch, da wissen wir ja, dass Roxas da, Ventus da das Finale erlebt hat. Mit der Flucht aus dem Gefängnis. Da muss Aqua ja vorher da gewesen sein, wegen dem Glückstalisman. Ja! Stand back, sweet cheeks. I'll take care of this. Danke, Phil. Hat mir sehr geholfen. Naja, egal. Kümmern wir uns dann halt um die Unversierten. Sobald der Ladescreen durch ist. Hoffentlich bald. Jetzt gleich so. Ja, na also. Besiege alle Unversierten. Na dann, go. Wir uns erstmal um die kleinen Viecher, damit die uns nicht nerven, während wir den großen Daumenrand umrunden. Umrunden. Wir sind schon wieder an der Welt, wie ich sehe. Das ist nicht gerade so super toll. Aber das habe ich ja am Ende von Dingenstadt schon vermutet. Am Ende von Radiant Garden. Deswegen ist ganz praktisch, dass jetzt gerade Herkules mit dabei ist. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Unversierte hier. Also, dass er uns helfen kann, das nächste Level zu erreichen. Und dann hoffentlich auch mit der nächsten Stufe wieder Angriffsplus zu bekommen. Ich musste ja zuletzt leider in Radiant Garden ein bisschen rushen. Weil ich ja im Stream aufgenommen habe. Und im Stream sind halt auch Leute dabei, die das Spiel nicht so interessiert. Und die Leute, die sich für das Spiel interessieren, aber nicht so für die ganzen Einzelkämpfe, die können halt auf YouTube normalerweise halt vorspulen. Aber im Stream geht das halt nicht. Deswegen habe ich im Stream halt versucht, so ein bisschen weiter voranzumachen. Deswegen habe ich halt auch festgestellt, dass dieses Spiel sich jetzt nicht unbedingt für Stream eignet. Ich mache deswegen jetzt auch außerhalb des Streams weiter. Das ist der Grund, warum ich halt jetzt nicht mehr im Stream bin.
man merkt halt, dass halt viele Leute das Spiel gerne gucken wollen, aber halt von den ganzen Farming-Sessions, die dann doch ein bisschen gelangweilt sind. Und ja, deswegen nur die erste Hälfte des Spiels im Stream, wo man nicht so viel leveln muss, jetzt in der zweiten Hälfte, wo es halt dann wieder wichtig wird, dass man levelt. Das machen wir dann halt in der normalen Aufnahme. Gut, und das. Wow, hat gut geklappt. Und das und das. Es fehlt aber noch eine Menge bis zum nächsten Level. Da werden die, glaube ich, alle gar nicht ausreichen hier. Aber versuchen kann man es ja trotzdem mal. Ich kann ja gleich mal im Menü gucken, ob wir mittlerweile ein besseres Schlüsselschwert haben. Um so gut unseren Angriff schon mal nach oben zu bringen. Aber ich vermute fast nicht. Obwohl, vielleicht haben wir im Radiant Garden ja eins bekommen. Das kann sein. Ja, Vampirsturz. Goldrausch. Feuersturmlauf. Verwirrschlag. Einfach alles raushauen, was wir haben. Eisklinge. Geht daneben. Hey. Sehr schön. Und dann. Dem hier noch weg. Na, ganz viel fehlt aber nicht mehr bis zum nächsten Level. Und es kommen tatsächlich auch nochmal 3 Stück davon. Wow. Dann natürlich erstmal auf den hier. Damit hier keiner mehr irgendwen heilt. Also, weg mit dir. Komm. Geh weg, Jana, also. Der hier hat nicht mehr ganz so viel Leben. Ich schön, wenn wir den erstmal ausschalten könnten. Ja, als nächstes den da. Oh, Herkules ist down. Natürlich nicht so schön. Aber die stehen natürlich relativ schnell wieder auf. Das ist schon besser. Und weg. Da vorne ist der nächste. Und wahrscheinlich der letzte. Es endet hier ja meistens mit 3 solchen Viechern. Attacke, da haben wir ja ordentlich Angriff. Da ziehen wir auch schon mehr ab als mit unseren normalen Angriffen. Das war immer noch nicht alles. Gibt wohl eine ganze Menge hier. Wie gesagt, freut mich eigentlich, da ich leveln muss. Wenn man dann gleich mit Unterstützung, also mit Herkules, der ordentlich Damage machen kann, hier so viele Gegner antrifft, ist das eigentlich nichts Negatives. Das. Ups, heilen wollte ich mir eigentlich gar nicht. Egal, nimm das. Da wäre ja nur noch der eine hier übrig. Oder auch nicht. Da kommen nochmal 25 andere. Interessant. Das sind verdammt viele Herzlose, also Unversierte. Das sind ja fast mehr als. Weiß ich gar nicht, als was.
Fast mehr als bei den anderen beiden Stories insgesamt. Vielleicht gibt es hier ja gar nicht so viel in der Aqua-Story. Und deswegen müssen wir am Anfang so einen Riesenkampf machen. Sehr schön. Attacke und Abwehr gestiegen. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt machen wir nämlich vernünftig Damage. Und halten mehr aus. Vernünftig viel. Dann wird im nächsten Level Magie steigen und danach dann wahrscheinlich wieder der Angriff. Also wäre schön, wenn wir hier an sich noch zwei Level kriegen würden, aber ich glaube nicht.